Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich war es soweit. Die sehnsüchtig erwartete Keynote von OnePlus für OnePlus 6. Ich bin ja ein verkappter OnePlus-Fan, deswegen war das für mich auch wichtig. Was hat jetzt das neue Handy wirklich? Hat es die neuen Features, die ich mir eigentlich so wünsche oder vorstelle? Aber ja, ein paar Sachen sind jetzt nicht so gekommen, wie ich es mir erwartet habe. Unter anderem finde ich diesen Lautsprecher jetzt nicht so der Hit. Er ist auch nicht Stereo. Und bei OnePlus 6 ist es auch kein Stereo-Lautsprecher. Leider. Man muss hier dann, wenn man dann mal guckt, irgendwie ein Video, irgendwie die Hand so hinhalten, dass der Ton einfach irgendwie ja, besser klingt für einen. Apropos Ton, besser klingt, man kann ja hier, hier unten ist ja dieser Platz ja immer noch bei OnePlus 6 ebenso, kann man ja dann seine In-Ear-Kopfhörer anstecken und da kommen jetzt auch von OnePlus neue heraus und da freue ich mich echt drauf, die wurden vorgestellt und die sollen echt voll cool sein, auch kabellos und ich habe gesagt, okay, das werde ich mir bestellen, die muss ich haben und bin da echt gespannt drauf, weil für 69 Euro ist so eine gewisse, ja, ist es gut, ist es nicht gut, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sie erscheinen im Juni. Ja, was hat denn noch? Das Design. Ja, es war echt ein Wow-Effekt im ersten Moment. Es war wie erwartet. Also bestimmte Bilder sind ja schon geleakt von einem guten Stück OnePlus 6. Die Notch hat man ja schon gewusst, dass es dabei ist, aber die kann man ja Gott sei Dank ausschalten. Oh, Gott sei Dank, weil ich bin jetzt kein Fan von dieser Notch. Und ja, das Design an sich, ja, das Gehäuse ist echt cool und der 19:9 Format ist auch recht schön und es ist 6,3 Zoll großes Display. Da hat man schon ganz schön massig Platz. Dafür, was ich ja eigentlich gehofft habe, ist das zweite Feature, ist der Bildschirm genauso wie hier Full HD geblieben. Na gut, man muss irgendwo sparen, ist klar. Deswegen sind auch die Preise dementsprechend. Ich finde sie angemessen, Gott sei Dank nicht in die Höhe geschnellt, sondern liegen zwischen 519 und 619 Euro. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist doch schon ein High-End-Handy. Zwischen 6 und 8 GB RAM gibt es dazu. Dann die Größe vom Flash ist zwischen 64 und sogar bis 256 GB groß. Und da kann man ganz schön die Menge anfangen damit. Ja gut, vom Design her, was war noch? Ja, das Design teilweise, muss sagen, also die Rückseite vom Handy ist ja von dem Smartphone ist aus Glas. Und das ist ein Feature, oder nicht ein Feature, sondern eine Ausstattung, die brauche ich jetzt nicht. Also ich finde, Glas ist nicht so der Renner. Mir wäre es jetzt das andere sogar fast lieber, aber gut, Aluminium gibt es jetzt nicht mehr, wie jetzt beim OnePlus 5. Es ist dafür in einer weißen Farbe erhältlich. Hab mich erstmal gefreut, weiß, aber der ganze Rand außenrum, ja, es ist nicht meine Farbe. Also da gibt es so einen Perlmutt-Rand außenrum. Bin zwar eine Frau, aber nee. Ich stehe lieber auf so wirklich, ja, sag ich mal, edle und schwarz. Also einfach ein bisschen mehr, ja, ich finde das Weiße sieht oft ein bisschen mehr nach, Kunststoff irgendwie aus, obwohl es natürlich hinten auch Glas hat. Ansonsten vom Design her fällt mir jetzt nicht, ja, bis auf von die Vorderseite sind jetzt schmale Ränder am Bildschirmrand, also sehr schmal im Gegensatz zu anderen, vor allem unten in der unteren Bar hier. Warum mein Titel 30-30-10 lautet, liegt wohl daran, dass hier OnePlus mit 30-30-10 hier ja, richtig Marketing betreibt, nämlich den Speeds. 30 für Experience mehr Prozent, 30% mehr für die Grafik und 10% mehr Power soll es haben. Deswegen die 30-30-10, ich finde das ganz witzig. Ja, es wäre schön, das mal zu spüren, aber ich glaube mal, also das OnePlus 5 ist schon relativ schnell. Ich bin mir da jetzt echt unsicher, ob man das wirklich so extrem merkt, den Unterschied. Da bin ich echt gespannt. Also da lassen wir uns mal noch überraschen, was so die anderen YouTuber, vielen Dank Technik-YouTuber an euch alle für eure tollen, ja sag ich mal Hands-on und Unboxing, die ja schon gestern zeitlich hier recht frühzeitig auf YouTube waren. Und ja, mal gucken. Genauso mit dem Speed. Sie sagen ja, dass das Handy, also das Smartphone OnePlus 6, ja, immer so schnell sein soll, wie am ersten Tag nach dem Auspacken.
Ich finde, das ist eine Antwort auf Apple. Apple hat ja damals mal erwähnt, oder es wurde halt hier in den sozialen Medien berichtet, dass die älteren Geräte, die weiß es hier, langsam, absichtlich langsam gemacht werden. Ich denke mal, das ist die Antwort von OnePlus, dass hier endlich ein Handy wirklich noch nach ein, zwei Jahren so schnell läuft wie am ersten Tag. Und da bin ich echt gespannt. Meins habe ich jetzt ein Jahr und ich muss sagen, ich merke jetzt keinen Unterschied, dass es langsam geworden wäre. Im Gegenteil, also ich finde es sehr, sehr flott. Also von dem her genauso wie der Face Unlock. Also 0,4 Sekunden wird jetzt hier von den Werten her gesagt, ist dieser Face Unlock. Ich fand es auch, als ich das erste Mal das jetzt beim OnePlus 5 bemerkte, wie schnell das geht. Das ist echt rasend schnell. Gut, doppelt so schnell oder doppelt so langsam, sage ich mal, wie der Fingerabdrucksensor. Aber ich finde es praktisch. Also ich finde es echt cool. Ansonsten vom System her, ich denke mal, ja, wie bei OnePlus 5. Also im Moment bekommen beide Handys Android Oreo 8.1 und ich denke mal, ja, das ist momentan wirklich ausreichend. Und wenn das P dann mal da ist von Android, dann wird auch das OnePlus 5 hier abgedatet. Wahrscheinlich, also ich denke es mir auf jeden Fall, das ist das neueste, also das Vorgängermodell. Also da sollte eigentlich das schon hier mit Android P hier abgedatet werden. Denke ich mal, hoffe ich. Auf jeden Fall, das OnePlus 6, auf jeden Fall, das bekommt es schon. Ja, ansonsten am System gibt es auch den Game Mode, wie auch hier bei dem beim 5er. Hier gibt es auch den Game Mode und beim 6er gibt es auch den Game Mode. Wobei sie ja sagen, hier greift Hardware und Software ineinander und es soll wahnsinnig gut mit zusammenspielen und man hat hier einfach die beste Performance, die man eigentlich für ein Gaming-Handy braucht. Ich bräuchte es jetzt nicht, ich spiele eher am PC oder an der Konsole, also das ist jetzt nicht mein Ding. Austesten werde ich es vielleicht schon mal, aber mal sehen, keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall ist es mal mit an Bord und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe das auch erwähnt in meinem anderen Video, als ich letzte Woche das von Android 8 Oreo euch online gestellt habe, da rede ich ja über die besten Features, die ich finde bei Oreo sind und auch wie mein Phone aussieht. Das verlinke ich euch mal nochmal oben, dann könnt ihr mal gucken, wie was ich für Apps so auf meinem Handy eigentlich habe. Ja, ansonsten war da noch Dual SIM. Genau, ich habe auch Dual SIM. Nur diesmal das Neue bei dem 6er ist eben beide Dual SIM Slots können LTE. Das habe ich jetzt auch erst erfahren, dass ein Slot von dem hier, von dem 5er, gar nicht LTE-fähig ist. Und das finde ich eigentlich auch ein nice Feature. Dann kann man hier wirklich beide Karten hier mit LTE versorgen. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich cool. Ansonsten Kamera. Das war jetzt auch sowas für mich. Für mich ist die Kamera an einem Handy ziemlich wichtig, am Smartphone. Ich nehme viel auf damit. Ich mache auch Videos zwischendurch für unsere Familie, wenn wir unterwegs sind. Fotografieren tue ich mehr wie Video, denke ich mal. Ja, eigentlich schon für Instagram. Und ja, ich glaube, die neue Kamera kann einiges mehr, wobei es jetzt nicht so richtig ersichtlich war, bis auf jetzt so ein paar Features, die sie genannt haben, wie jetzt, dass es im Low-Light-Bereich viel, viel besser geworden ist. Ich finde es hier jetzt auch ja noch sehr low, dieses Low-Light, wobei es schon besser geworden ist mit den Updates. Mal gucken, was da an Updates hier noch reingeschossen werden oder es bleibt dem OnePlus 6 eben, dass es hier im Low-Light-Bereich am besten läuft. Dann ist das Slow-Motion dementsprechend, wow, die ganzen Zahlen spare ich euch mal, aber mit 4K und 60 FPS kann man auf jeden Fall auch noch aufnehmen. Also das sind dann Themen oder Werte, wo ich sage, wow, das ist echt nice to have, also wirklich. Dann Porträtmodus, da gibt es ein paar Filter neue dazu, die ich jetzt, ja, ich sag mal, im Porträtmodus, dass man das Bokeh ein bisschen aufpäppeln kann mit bestimmten Filtern, irgendwie so Sternenfunkel und was weiß ich. Das ist eine Spielerei, die ich jetzt, ja, ich finde es ganz nett, aber es ist jetzt nicht ein Entscheidungskriterium für ein Smartphone und für eine Kamera. Die versuchen halt hier mit besonderen Features ein Alleinstellungsmerkmal ein bisschen rauszukitzeln. Das ist meine Meinung. Wichtiger ist, finde ich, eben wirklich Schärfe, Farbe,
Dynamik. Ach ja, genau. Und was noch jetzt hinzukommt beim neuen, ist eben der Bildstabilisator, der optische Bildstabilisator. Den finde ich ja jetzt sehr nice, weil das finde ich eigentlich schon wichtig, wenn man Videos aufnimmt. Und ja, sag ich mal, ich habe das gemerkt, die ersten paar Videos waren sowas von verwackelt und einfach unangenehm zum Anschauen. Das gehört eigentlich heutzutage in jede Smartphone-Kamera mit rein, aber gut, man kann nicht immer alles haben, denke ich mal, aber jetzt soll es auch kommen. Ich bin da echt gespannt drauf. Ja, und ansonsten ist mir jetzt der Video-Editor, haben sie noch vorgestellt. Man kann jetzt Videos schnell hier, ja, schneiden und bearbeiten ein bisschen, aber das brauche ich jetzt persönlich nicht. Ich habe da eh Adobe Clip, also von dem her bräuchte ich es jetzt eigentlich gar nicht, aber ja gut. Es ist mal gut an Bord zu haben. Wer weiß, wie viel Speicher es frisst, keine Ahnung. Also guckt genau auf das, wie viel Speicher ihr wirklich braucht für ein Handy, weil es kann hier auch keine SD-Karte eingesetzt werden. Also keinen von den beiden Slots kann hier dafür genutzt werden. Ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich schon zu dem neuen OnePlus 6. Ich werde es, denke ich mal, ja nicht jetzt kaufen, weil es kommt ja vielleicht auch bald das OnePlus 5T auf dem Markt, 6T auf dem Markt, und dann gucken wir mal und ja, mal sehen. Und ansonsten denke ich mal, war die Keynote, ja, ich denke mal schon ein bisschen verhalten, also der Applaus war sehr, sehr zögernd. Ich weiß nicht, an was es gelegen hat, keine Ahnung. Ja, es ist einfach, es sieht einfach ähnlich aus wie andere Handys. Da muss man einfach mal gucken, wie es wirklich ist, wenn man es dann hätte und in alltäglichen Arbeiten dann einfach dann ausprobiert. Also das muss man einfach ausprobieren. Aber im Moment bleibe ich bei meinem 5 und denke mal, vielleicht nächstes Jahr mal gucken, dann date ich es ab. Aber ansonsten momentan für einen Daily Driver ist das mir eigentlich ausreichend. So, und dann wünsche ich euch jetzt noch was. Schöne Woche und bis dann. Ciao!